Ist das ein geiles Lesezeichen oder ist das ein geiles Lesezeichen? Ich habe das mal auf Etsy bestellt. In letzter Zeit erzähle ich von solchen Dingen, als würde ich Werbung dafür machen. Mache ich aber nicht. Aber es sieht einfach geil aus. So, übrigens, die Person, die das verkauft, verkauft es gar nicht mehr. Ist einfach nice. Ist so eine Streichholzschachtel gewesen. So, von irgendeinem Casino-Hotel. Und dann wurde das am Ende, ja, laminiert. Und sieht richtig nice aus. Gefällt mir sowas. Schön kreativ. Das benutze ich eigentlich die ganze Zeit für meine Bücher. Lest ihr Bücher? Wenn ja, welche? So, Nina Chuba und Provinz. Ich glaube, ich will heute nicht mehr gehen. Ein langer Titel. Und Nina Chuba wird ja richtig gepusht in letzter Zeit. Also, ich sehe irgendwie andauernd so Interviews von ihr. Also, ich gucke mir die nicht an, aber die werden irgendwie vorgeschlagen. Aber es ist normal, Promo-Phase und so. Ich bin mal gespannt, wie sehr sie es schaffen, sie in den Mainstream zu pushen. Man merkt dann irgendwann, wenn das Label so eine Agenda hat und sagt, okay, wir pushen jetzt diesen Künstler in die Oblivion of Fame. Und bei ihr wird das versucht. Mal sehen, ob das klappt. Sie ist ja schon bekannt. Hat ja bestimmt auch eine Fanbase. Ich glaube, sie wollen, dass sie sich richtig festsetzt. Ich meine, das ist Ich glaub, ich will heute nicht mehr gehen. High Quality. Ich hab dich viel zu kurz gesehen. Und überhaupt draußen ist kalt, zu kalt. Okay, sie hat auch voll die schöne Stimme. Auch. Und hier setzt sie sie auch ein. Aber ich mag hier so die Adlibs. Gesehen. Und überhaupt draußen ist kalt, zu kalt. Und an dein Fenster hätten Blüter sein. Interessante Hose. Ich will, dass du gar nichts machst, will mit dir den ganzen Tag. Der Raum schickt nicht, ne? Weil so, das hier ist so klein und der Tisch, aber der Sessel ist dann wiederum groß. Und dann ist hier aber eine Schachfigur, die ist auch groß. Das hier da hinten ist wieder klein. Alles ab, in meinem Bett ist so viel Platz. Und mir ist kalt, doch auf deinem Screen ist Portugal. Portugal, und du. Was? Auf ihrem Screen ist Portugal? Will mit dir den ganzen Tag. Sag alles ab, in meinem Bett ist so viel Platz. Und mir ist kalt, doch auf deinem Screen ist Portugal. Ihm ist kalt, warum benutzt er nicht einfach diese Decke? Die wird nämlich ja verwendet in solchen Auf Fällen. deinem Screen ist Portugal. Warum ist auf ihrem Screen Portugal? Ist das ein Track? Warum meint er Cristiano Ronaldo? Was verstehe ich wieder daran nicht? Was verstehe ich nicht? Portugal, und du willst viel vom Leben glauben, ich glaub an dich. Ey, deine Ziele sind zu ambitioniert für mich. Du inspirierst, doch bitte sei heute faul für mich. Wenn Ah! meine Freunde unterwegs suchen, was wir schon sind. Hey, das ist voll. Ey, der hat so schöne Vocals und schön nicen Flow hier. Ambitioniert für mich. Du inspirierst, doch bitte sei heute Das faul swiped für mich. richtig. Ihr merkt, mir gefällt's. Ich hab dich viel zu kurz gesehen. Das ist Radio und das ist Und geil. überhaupt draußen ist kalt, zu kalt. Und an dein Fenster hätten Blüter sein. Ich glaub, ich will nie mehr nach Hause. Einfach mal den Arm auf ihrem Kopf. Ja. Ich glaub, ich will nie mehr nach Hause. Weil da, wo du bist, ist das auch. Sie ist 25, glaube ich. Ich könnte da jetzt auch sitzen. Aber ich sitze hier. Nein, ich stehe. Ich stehe für euch. Weil da ist mehr Energy im Stehen. Palo Santo, Herz im Brand. Mach die teuren Kerzen an. Frisch geduscht, Bossanova, verlieren uns. Mach die teuren Kerzen an, Alter, ne? So, meine Mom, so ich habe ihr früher mal auch so Kerzen geschenkt. So in ihren Schränken immer wieder so Kerzen, die das schon seit Jahren sind. Die ist so schön, die wird nicht angemacht. Die wird niemals angemacht. Die bleibt da immer stehen. Das ist Vorrat. Irgendwann, wenn der Blackout kommt. Sind wir vierte Takt, ich lese dir von den Lippen ab, weil du nur gute Seiten hast. Sitz auf deiner Fensterbank und strahl heute alle Sterne an. Ich glaub an mich, Schöner glaub Vibe. an dich. Eigentlich nur Also schöner Vibe von dem Szenario, was sie beschreibt. Meine Leute unterwegs suchen, was wir schon sind. Ich glaub, ich will heute nicht mehr gehen. Ich hab dich viel zu kurz gesehen. Irgendwie feier ich sein Part. Und überhaupt draußen ist kalt, so kalt. An deinem Fenster hätten Blüter sein. Ich
Guck mal, da sind die gar nicht ganz gleich mit der Stimme drauf. So kalt, an deinem Fenster hecken blüht das. Mhm. Ich glaub, ich will heut nicht mehr gehen. Ich hoffe aber jetzt echt, dass nicht nochmal die Hook kommt. Und wir haben mehr Instrumente. Das ist wahrscheinlich der ganze Track. Oh, das wäre geil, dieses Outro. Wenn jetzt noch einfach nur die Vocals weitergelaufen wären, das wäre geil, Alter. Da hätte man noch ein bisschen was machen können. Aber was? Ja, okay, gut. Das ist einfach nur Information. Disclaimer: Im Rahmen der Dreharbeiten zu diesem Musikvideo sind keine Tiere, keine Bartagame und keine Schafe zu Schaden gekommen. Waren das Schafe? Nina und das Team haben sich liebevoll um alle Tiere gekümmert. Die Location befand sich im Freien und es wurde unter Einhaltung aller von Paragraph 3 Abschnitt 1 vorgesehener Maßnahmen gedreht. Eine Betreuung von professionellen Tiertrainern war stets und zur vollen Zufriedenheit der Tiere gewährleistet. Ist dieser Disclaimer wirklich nötig? Vielleicht in der heutigen Zeit, wo wir alle immer ziemlich schnell mit dem Finger auf andere zeigen. Also ich meine, ich finde das gut und ich finde das auch necessary, dass man diese Sachen einhält, definitiv. Aber ich finde es nicht necessary, das ins Video zu packen. Aber mittlerweile packt man solche Sachen ins Video, weil es ja sein könnte, dass irgendjemand halt sagt so, ruf die Peter an, ruf die Peter an! Leute, da ist, ich habe einen ganz großen Fisch am Angelhaken. Jetzt, Zugriff! Zugriff! Ja. Und, ja, keine Ahnung. I know. Ich wäre jetzt fest davon ausgegangen, dass, das gemacht wird, ne? So, jetzt hier könnt ihr nochmal ein bisschen lesen. Outro, Album, bla bla bla, Album Glas, okay. Ja, genau. Ich weiß gar nicht, hat die so eine krasse Fanbase oder ist sie einfach Mainstream? So, ne? Weil mit einem Lied ging sie ja richtig steil. Davor hat sie bestimmt auch schon krasse Sachen gehabt und so. Aber ja, oft wenn die dann so unterm Radar sind und dann auf einen Schlag, da erschafft sich weniger ein harter Kern an Fanbase, als wenn die so Stück für Stück, Stück für Stück, Stück für Stück, ja, dann natürlich auch noch weitere Breakouts haben, aber Stück für Stück aufbauen. Ja, gut, lasst mal gerne eure Meinung unten in den Kommentaren. Ich höre es mir gleich nochmal an und mache mir nochmal ein Bild davon. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns doch ziemlich bald. Hoffe ich doch, wenn ihr abonniert. Abonniert. Bis dann. Ciao.